Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Echo. So, ich hab's gesehen in den letzten Folgen, es war wieder verruckelt. Ich weiß nicht, ich sehe hier die Facecam, die ist auch ein bisschen laggy. Ich weiß nicht, ob es am OBS liegt oder Audacity. Also es liegt definitiv nicht dem, was ich noch nicht erwähnt habe in der letzten Folge. Da wollte ich eigentlich noch... Warum sitze ich jetzt hier? Achso, da... Da habe ich auch gehört. Okay, komisch. In der letzten Folge habe ich, glaube ich, erwähnt, dass ich denke, ich habe es jetzt hingekriegt, indem ich jetzt mein OBS über die C-Platte habe laufen lassen. OBS auf die C-Platte gemacht, was ja eine SSD ist, weil davor lief es ja noch über diese HDD-Platte. Und ließe jetzt oder habe jetzt OBS quasi die Datei auch auf der SSD speichern lassen. Jetzt hatte ich quasi das Spiel auf einer SSD, OBS auf einer anderen SSD, aber auch SSD, und OBS hat quasi die rohe Datei auf die SSD geschrieben. Also Spiel auf einer anderen SSD, Betriebssystem auf SSD und Ding auf einer SSD. Das hat nichts gebracht. Es war wieder, Audacity war wieder hinterher laggen und ruckeln. Also der Ton. Und ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich bin immer noch am Suchen. Also das Problem ist definitiv das gleiche geblieben. Es hat nichts mit Windows zu tun, denn ich habe ja Windows neu gemacht. Das heißt, komme ich da eigentlich ran an die zwei, die da so? Ich habe ja noch 20. Ach, ich war Dummerchen. Ich wollte ja die Sachen wegfahren. Also, wie gesagt, es hat nichts mit Windows zu tun gehabt in dem Fall. Es liegt also an irgendwas anderem. Ich habe mega viele Dienste deinstalliert bzw. gestoppt im alten Windows. Es hat nichts gebracht. Und hier im neuen Windows habe ich jetzt mal noch... Sag mal. Habe ich jetzt hier mal noch keine Dienste zugemacht, alles noch offen gelassen. Nur Windows Update und so eine Sache, ein bisschen was gemacht, halt eingestellt. Aber nichts Gravierendes. Und es ist immer noch das gleiche Problem wie vor der Neuinstallation. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, was da der Fall sein könnte. Ich sehe auch hier mein Vorschaubild. Von der Facecam ist sehr am Laggen. Auch das Spiel ist sehr am Laggen. Aber das kann sein, dass ich die Prozesspriorität nicht ganz so hoch habe von OBS. Doch, die habe ich auf Vollgas, stimmt. Oder die Vorschau. Das gibt es ja, dass man da die Vorschau so machen kann, dass nicht ganz so schnell mitläuft und so. Ist ja auch in Ordnung. Also ist ja dann auch in dem Fall praktischer. Dann wird weniger Ressourcen verbraucht, wenn die Vorschau nicht so schnell ist. Aber ja, ich weiß nicht. Oh. Oh nein. Es war wieder so. Dadurch, dass ich... ich habe Neustart gemacht. Denn meistens ist es nach dem Neustart wieder eine Weile gut. Für ein paar Folgen. Und dann fängt erst die Verzögerung wieder an. Das ist das nächste Phänomen. Das ist irgendwie seltsam. Das ist immer nur so lang, wie ich quasi aufnehme. Wenn ich jetzt frisch aufnehme, anfange... aufnehmen anfangen, dann ist verzögert. Wenn ich dann aber Neustart mache, den Rechner neu starte und dann aufnehme, dann hält es viel länger, bis es wieder verzögert ist. Also dann kommt es auch irgendwann wieder vor, aber es dauert eigentlich die ganze Aufnahmesession lang und da hat es dann keine Verzögerungen mehr. Das ist sehr seltsam. Und dadurch, dass ich neu gemacht habe, fehlen uns jetzt hier Steine, Ziegel, oder? Ich glaube schon. Und die Steine sind aber auch weg. Also das ist schade. Aber das passiert hier ja. Deswegen will ich eigentlich nie den Rechner ausmachen, wenn hier noch nicht die Produktion fertig ist. Weil dann, wie gesagt, da welche fehlen. Mal schauen, wie viel wir machen können. Ich glaube, so 30 Stück müssten es werden. Sogar 32. Wunderbar. Oh, was macht das Feuer? Wir haben ja auch Essen gekocht. Oh, das Feuer brennt noch, komischerweise. Zack. Was haben wir da? Gegrilltes Fleisch. Habe ich die jetzt schon genommen?
Nee, kann ich auch nicht. Oh, wir können hier noch was. Noch was machen aus dem Fett. Prärielilienmus. Wir haben Prärielilien? Wusste ich gar nicht. Oh, lecker. Wo geht denn das Zeug hin? Wo ist denn mein Lagerplatz? Das ist die Kohle, oder? Ja. Da müsste ich dann auch mal wieder Kohle herschaffen. Mario Kart unten. Das ist die Werkzeug. Zeug. Draußen. Also wir müssen schnell oben eine Küche bauen, wo das ganze Zeug reingeht. Urchin. An Urchin. Was ist denn Urchin? Ah, hier ist die Prärielilie. Gammas Bulb. Plan to grow a Gammas plant. Baked roast recipe. Gammas Bulb bake recipe. Gammas mash recipe. Gammas paste recipe. Und drei mehr Rezepte. Und Grasland Gatorer 5. Harvest Field of Max Level, bla bla bla. Da kann man irgendwas herstellen auch da, damit, das weiß ich. Oh, wir haben hier auch noch Fleisch. Rohes Fleisch. Oh, cool. Ey, da kann ich doch dann noch viel mehr. Kann ich doch dann noch viel mehr grillen. Jetzt mache ich hier erstmal ein bisschen Prärielilienmus, denn ich glaube, so schnell brauchen wir die nicht mehr. Und dann können wir noch was anderes herstellen. So, noch eine Order und haben wir hier dieses Fleisch. Dieses rohe Fleisch hier. Ach, genau. Campfire Creations 1. Habe ich das nicht? Es gibt Burger und Fett. Ah, kann ich nicht machen. Und Wurst kann ich auch nicht machen. Ach ja, Campfire Creations 1 und 2. Habe ich das nicht schon gelernt? Das hier sind alles Sachen, die ich nicht machen kann. Farnspitzen, Fiber Pitch. Ach, da draus gibt es dann Pitches. Okay. Ja, kann man eigentlich machen. Ach nee, Fiber brauche ich für die Papierherstellung auch. Pitches habe ich, glaube ich, genug aus Sand, den ich mir aus Steinen gegrindet habe. Ja, wir haben hier genug Kochrezepte. Mal eben zu dem Lagerplatz. So, diese Fleische würde ich mir schon mal nehmen, wenn es geht. Okay, mein Inventar ist fett überladen. Mit 68 Fleischen. Kann ich den Rucksack packen? Trotzdem überladen, okay. Dann sollte ich mir sowas machen wie einen. Jetzt habe ich eins gegessen, noch eins haben wir. Okay, ich kann die hier raus einfach futtern. Ich sollte mir einen Kühlschrank bauen, aber ich. Ja, ich will das oben machen, oben, wo die Küche ist. Mann, ich will jetzt nicht hier schon. Da noch mehr Zeug reinstellen. Die Bude ist eh schon so eng. Ah, egal. Also Steine haben wir drin. Machen wir weiter. Tun wir weiter Steine sammeln. Ja, ich überlege gerade, war noch was zu sagen. Das Thema mit dem Rechner neu machen haben wir ja schon. Wie gesagt, ich sag's nochmal, wenn Fehler auftreten sollten, wie jetzt zum Beispiel verzögerter Ton oder so, ich hab's gesehen, ich versuch's mal irgendwie hinzubiegen. In der letzten Folge ist es ja heftig verschoben gewesen. Beziehungsweise, ob es für euch noch verschoben war, weiß ich jetzt nicht. Mal schauen, ob ich es hingebogen kriege. Aber ansonsten tut es mir leid. Und ich gelobe Besserung. Also ich muss rausfinden, was da los ist. Wenn einer von euch eine Idee haben könnte, muss gar nicht dann stimmen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich probiere es aus. Ich bin mittlerweile echt dankbar für jeden Tipp, der so sein könnte, denn ich weiß mir so langsam nicht mehr zu helfen, was das Problem ist. Ich habe, wie gesagt, ihr habt es ja mitgekriegt, ich habe jetzt ein neues Windows drauf, also nagelneues Windows. Frisch aus der Presse. Nein, so nicht, aber neu installiert. Also eigentlich kann da nichts fehlerhaft sein dran an dem Windows, deswegen ich verstehe es nicht, woran es liegt. Woran kann es denn liegen, dass mir Audacity den Ton so hinterherzieht?
Also wenn ihr eine Ahnung habt oder irgendwie eine kleine, auch nur eine Idee, muss gar nicht stimmen, muss gar nicht funktionieren. Nur wenn ihr sagt, oh, probier doch mal das oder das, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Es hilft uns allen. Denn das nervt ganz schön, wenn der Ton so verschoben ist. Also mich nervt sowas tierisch. Ich kann da überhaupt nicht dem Spielgeschehen folgen, das ist dann... Oh Mann, wie viel muss ich denn da noch weggraben? Wo kommen wir denn da noch hin? Ist eigentlich egal, ich habe ja hier Platz für Erde. Aber ich sehe schon wieder nichts, es wird schon wieder sehr dunkel. Also wenn es euch irgendwie zu dunkel sein sollte, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, dann kann ich das Licht nochmal ein bisschen hochdrehen. So, jetzt wird wieder gehackt, die Spitzhacke ist noch einigermaßen gut vorhanden. Naja. Hälfte hat sie noch. So ein bisschen. So. Jetzt möchte ich nämlich auch gar nicht mehr arg weit auf die Themen eingehen. Das haben wir ja jetzt eigentlich alles abgefrühstückt. So. Jetzt ist es fast mir sogar schon zu dunkel. Aber es ist Nacht. Ich meine, da ist... Oh, da sehe ich... Na, egal. Und bei Nacht ist es halt nochmal dunkel. So. Ist halt der Lauf der Dinge. Jetzt komme ich da natürlich wieder nicht mehr da. Muss ich jetzt schon wieder Erde schaufeln oder was? Ich will nicht dauernd Erde schaufeln. Ich will Steine holen. Aber hier hat es auch keine... Da hat es noch einmal Stein. Und hier? Ne, das ist Eisenerz, glaube ich. Jetzt auch noch Stein. Da komme ich sogar ran. Ich will jetzt nicht leer laufen. Kann ich die da unten wegholen? Cool. Unter dem Gold. Und dann plumpst das Gold in der Gegend rum und wird die ganze Zeit nerven. Aber egal, das schaffe ich dann irgendwann weg und verstecke das hier irgendwo. Mein Schatz, ich verstecke mein Gold hier drin. Ah, in meiner kleinen Höhle. Flump. So. Ah, das kann ich eigentlich gleich mal machen, dann ist es aus dem Weg. Komm, das weiß was. Ja. Komm her. So, ist es groß. Oh. Ja, mit die Gold. Ah, oh, Mann. Wo packe ich dich hin, Gold? Ach ja, hier wollte ich auch noch rein. Hier auch. So. Ich muss mir den Stollen mal ein bisschen angenehmer machen. Der ist ein bisschen durcheinander hier. War's das? Ja, das war's. So, wenn man hier jetzt... mal von vorn. Hier kommt man rein. Der Eingang ist ja in Ordnung. Der ist ja groß genug. Und schön versteckt, falls mal jemand hier reinkommen sollte. So, dann läuft man hier erstmal fett gegen eine Wand. Das gefällt mir nicht so. Ich sehe hier echt nichts. Ich glaube, ich mache wirklich mal ein Stückchen heller. Helligkeit auf 160. Ja, hier scheint halt auch die Sonne gerade rein. Ja, warum ich jetzt hier am Tage aufnehme, habe ich schon erzählt in einer der vorherigen Folge. Müsst ihr die halt anschauen. Kann ich auch nichts machen. Nicht so. So, jetzt ist es hier ein bisschen besser, oder? Hier ist noch ein Klotz, der frei in der Gegend rumhängt, warum auch immer. Und hier auch. Freie Klötze mag ich nicht. Freie Radikale. Ein Schmetterling. Oh, schön. Hier ist ein Schmetterling drin. So, lass mal sehen. Okay, hier kommt man runter. Sauber. Easy. Hier ist auch noch Gold, was irgendwie seltsam rumliegt. Was ist Schwäbisch? Welches hier herum existieren tut?
in seiner existierenden Existenz. Nein. Stellen. Legen. Setzen. Bitte. So. Dann noch eine Schaufel Erde. Wo können wir dann noch eine Schaufel Erde nehmen? Dann mache ich dieses hier mal ein bisschen breiter. Einfach nur, dass man besser hochkommt. So. Mach ich mal. Obwohl, ganz wegmachen brauche ich es gar nicht. Da will ich eh hier die Wand zumachen, so bis hier. Gut, also kommt man hier runter. So, dann ist hier theoretisch die Wand. Jetzt tue ich ja auch noch die Höhle umbauen. Meine Fresse. Aber ja, gut. Ein bisschen schön soll es auch sein, ne? Auch hier in der Mine. Das können wir hier hinsetzen. Und das dahin, ne? Nee, komm, dann mache ich so. Hier eine richtig schöne Treppe rein. So, genau. Mal was hier noch eben. Hier ist ein Loch im Himmel. Ein Loch im Himmel, ein Loch in der Decke. Oh nein! So, und hier, das muss weg. Das muss weg. Und das muss weg. Das war jetzt eigentlich auch wieder eher eine Sache für Offscreen, aber das geht ja hier einigermaßen schnell. Da ja die Entfernung nicht so weit ist. Hier schnell durchzuhüpfen. Und dann komme ich hier easy runter. Und vielleicht müssen wir hier auch dann irgendwann mal einen Karren rein. Wer weiß. Vielleicht fehlt uns noch sehr viel irgendeines Minerals. Mineralstoff. Mineraliens. Oh, da liegen auch noch. Ah, hier war doch noch ein Loch, das ich noch zumachen wollte. Vielleicht da hineinplumpsen tu. So, kommt her, ihr Steine. Achso. Schuppdiwupp. Schupp, schupp, schupp. So, die werden auch hier irgendwo eingebettet. Wo bette ich denn die jetzt wieder ein? Ja, die kann ich hier vielleicht hier mit rein stopfen. Komm, dann nehme ich die da auch weg. Stopf die hier ein. So, jetzt wird wieder geschaufelt. Einmal dieses Loch hier zu. Was eigentlich völlig sinnfrei ist, aber egal. Und dann bauen wir die hier ein bisschen ein. Wo geht's weiter? Hier. So, lass mal sehen. Okay, hier ist natürlich jetzt so ein komischer Absatz, den kriege ich auch so nicht raus. Und das hier kann man eigentlich auch so lassen. Es ist jetzt, ja, es ist jetzt doch nicht so ganz schön, wie ich dachte, aber... Da grabe ich mir ja dann sonst einen Wolf hier. Will ich ja auch nicht unbedingt. Ich muss eher unten weiter schaufeln. Und die Erde von unten hier irgendwo hin verschieben. Anstatt jetzt hier die Decke abzutragen. So, gut. Hier komme ich eben runter, dann ist hier die Wand. Gut.
So, wo muss ich denn noch graben? Hier muss ich noch graben. Und dann sollte ich mir hier auch einen Stein, einen Erdeausgang machen. Und den Stein eher hier mitnehmen. Für ihn den Karren. So, jetzt ist hier die Mine schon ein bisschen geschickter gemacht vom Runter- und Hochlaufen. Der hier, der stört, der ist tierisch im Weg. Dieser goldige Klumpen. Das könnte ich vielleicht hier irgendwo verstecken, das Gold, ja? Komme ich denn hier an die? Ja, an die komme ich ran. Nee, komm, was ist das denn? So, das Gold hier hin. Ah, die Sonne kommt langsam zum Vorschein. Sehr schön. So, wo haben wir noch Erde? Da haben wir noch Erde. Dann mache ich mir nämlich hier Erde hin. Schön breit, dass ich hier gut hochkomme. Eigentlich kann ich sogar zumachen. Hier eine Ebene machen. Denn ich muss eh hier an diese Steine ran. Und hier muss ich auch noch runter. Genau, die sollte ich noch holen. Na komm schon. Ja, dich auch noch. Jawohl, wunderbar. Alle. Ah, dahinter ist noch ein... ein Ding mit Stein, aber ich denke mal, darauf können wir verzichten. Ein kleines Steinvorkommen. Ich denke mal, das passt. So, hier die Steine rauszupfen. Gut. Und jetzt habe ich hier drei, wegen drei Steinen renne ich da hoch. Das ist ziemlich sinnfrei. Okay, hoch. Hier habe ich ja gesagt, lasse ich das Steinvorkommen in Ruhe. So, dann brauche ich hier noch ein bisschen Erde, denn da geht's weiter. Dann kann ich ja hier zuschütten. Dann graben wir uns geradeaus so ein bisschen weiter rein. Da kann ich auch zumachen. Und dann sieht man ungefähr, wo die Reise hingeht. Die Reise der Mine. Bäh. Aber unten kann ich, glaube ich, auch noch weiter Erde graben, oder? Jetzt komme ich nicht mehr runter. Ganz toll. Ne, hier gibt es nur noch Stein, keine Erde mehr. Gut. Also da bin ich schon unterhalb der Erdgrenze. Das heißt, ich mache hier noch ein bisschen. Was weg? Und fülle mir da... Was ist denn das? Das ist aber auch blöd, was ich hier mache. Von hier sollte ich das holen. Ich will doch hier mit der Ebene, will ich doch bündig werden. Genau. So, ich weiß noch nicht, wo ich dann da unten rankomme, warum ich überhaupt hier so weit nach hinten grab. Aber wahrscheinlich komme ich dann an diese Steine, die unter uns sind, von oben ganz gut ran. Und grab mich dann einfach von oben durch. Wir graben uns ja eh hier gerade in diesen riesigen Berg rein. Und dann ist es auch egal, dann können wir auch noch ein Stück hier weiter rausgehen. So, und dann geht's quasi hier in die nächste Etage runter. Dann muss ich vielleicht doch noch ein bisschen mit der Spitzhacke ran. Ah,
So. Einfach nur, weil wir es können und damit es ein bisschen einfacher ist, hier reinzulaufen. Okay, die hier brauche ich. Jetzt ist voll, ja, 20. So, wo setze ich die jetzt wieder ein? Hier. Nein, so ja nur nicht. So, da bauen wir uns die Wand so ein bisschen künstlich nach. Das geht schon. Okay. Hier würde ich den gerne auch noch. Oder welchen denn? Wie komme ich denn hier hoch? Dann kann ich hier nochmal eine Erde hinklatschen. Also, erstmal die hier dahin vielleicht, oder? Nee. Wo ist denn hier die Wand? Hier, da drüben. Ja gut, dann kann ich hier die noch wegmachen, dann sind wir da bündig. Ist ein bisschen, meine Logik durchzublicken ist ein bisschen schwierig. Teilweise. Aber ja, so ist es halt nun mal. Wenn man mir beim Spielen zuguckt. Okay, das passt soweit. Dann packen wir die einfach hier rein, wie in so ein Regal. So, und dann geht's hier runter. Dann ich hier auch die Erde nochmal wegnehmen. Oder mache ich noch eine hin? So, jetzt kommt man hier runter. Dann mache ich hier noch ein bisschen weg. Autsch. Ja, da schreit er gleich so. Obwohl er da nur so ein bisschen runtergeplumpst ist. So. Huch. Hier will ich gern. Ja, hier gern noch ein bisschen voll machen. Okay, wir sind schon ein etwas bisschen weiter als eigentlich gedacht. Von der Zeit her, aber egal, es wird jetzt halt eine etwas längere Folge. Dann ist es ganz gut, dann kann ich da dran gleich testen, beziehungsweise schauen, ob jetzt Audacity wieder besser aufnimmt, beziehungsweise nicht besser aufnimmt. Ich sage immer Audacity ist gar nicht schuld, es ist der Game Sound, der verzögert. Das ist ja nicht meine Stimme, die läuft ja wunderbar mit. Es ist tatsächlich der Game Sound, der hinterher hinkt. Und das ist ein OBS-Problem. Also OBS nimmt das Bild auf und den Ton, den Game-Sound, aber irgendwie unabhängig voneinander, obwohl es alles eine Spur ist. Also natürlich, Game-Sound ist mit dem Bild nicht eine Spur, aber eine Spur Game-Sound. Und trotzdem ist der irgendwo verzögert. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Hier müsste ich theoretisch zumachen, aber das ist eigentlich ganz legitim so. Würde ich mal behaupten. So, ich muss Schaufel reparieren. Wie voll ist denn der Dinger? Dann nehme ich hier noch ein bisschen was. Schaufel und Axt und Hacke. Pike. Nehme ich hier noch ein bisschen Stein. Wenn wir rauslaufen und dann tun wir in der nächsten Folge eben schnell die Spitzhacke und die Schaufel reparieren. So, hier muss ich ja auch noch tiefer reingehen. Ja gut, ich muss hier überall tiefer rein. Wobei ich glaube, hier kommt jetzt nur noch Stein, so wie das aussieht. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass wir hier jetzt geradeaus runter
runterbaggern können. Wir kommen von hier. Dann gehen wir ja aber quasi wieder raus aus dem Berg, oder? Moment mal. Hier komme ich. Hier geht's in den Berg rein. Okay. Also hier geht's runter in den Berg. So, wenn ich jetzt hier, dann müsste ich theoretisch hier runtergraben. Hier, da will ich das ganze Steinzeug nicht weghaben, deswegen grabe ich dann lieber hier runter. Kann ich eigentlich hier runtergehen? Kann ich hier noch ein bisschen wegmachen? Denn da kommt, glaube ich, jetzt nur noch Stein. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile so tief unter der Erde, dass hier jetzt nur noch Stein kommt. Und das heißt, ich könnte mich theoretisch hier drunter graben. Und hier wie so eine Steintreppe dann halt hier. Okay, jetzt ist voll. Hier so runter in den Berg rein mich malochen. Oh, wir können sogar noch mal einmal. Gut, dann machen wir halt noch mal mit einer kaputten Spitzhacke weiter. So, und dann geht's hier quasi wieder zurück, aber halt unten auf Steinlevel. Dann wird uns der Steinvorrat niemals ausgehen. Dann ist es quasi hier die Steinmine. So, dann heißt es aber, ich müsste hier schon eins tiefer gehen. Dass ich hier meinen Kopf nicht anstoß. Oh, was kommt da? Da ist was anderes als Stein. Sag nicht, da kommt jetzt auch noch Kohle. Kohle, Kohle. Ah, da geht noch mehr Stein rein. Gut, da können wir das nämlich auch noch mitnehmen. Was ich jetzt freigelegt habe, das hier stört mich auch noch. Das wird auch noch hier eingemauert. Kein Platz. Dann kommt es halt hier unten rein. So, was kommt denn da unter mir? Ist das Kohle? Das sieht aus wie Kohle. Mit der kaputten Spitzhacke kostet Hacken unfassbar viel Kalorien. Aber ich meine, ist ja klar, die ist kaputt und ist dann übelst schwer damit zu hacken. Mit einer kaputten Hacke, die überhaupt nicht mehr spitz ist, muss man darauf rumdreschen wie ein Geisteskranker. Und dann wird's schwierig. So, 16. Ich nehme mal noch ein paar mit. Dann haben wir auf der Hand 20 und im Wagen. 27 sind's, glaube ich. Ha, perfekt. Die vier Stück. Ah, sehr schön. So, wo geht's lang hier? Dann kann ich da drüben vielleicht noch ein kleines Kohlelager machen. Huch, ich wollte hier schnappen. Dann laufen wir da nicht immer quasi gegen die Wand. So, hier geht's auch. So, meine Freunde, dann würde ich mal schon mal sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause, sehen uns dann, huch, ein Hase, sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Echo, die dann wahrscheinlich morgen kommt. Und ja, ich hoffe mal, dass der Ton nicht so verzögert ist. Ich schaue mir die hier jetzt nach dem Machen gleich mal an und dann ja, sehen wir uns morgen wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's mir gut, meine Freunde. Tschüssi. Koski. Ciao.